Ja, herzlich willkommen zurück bei Lottl Gaming. Bergfest in der zweiten Woche haben wir heute. Wir stehen in der Früh um 6 Uhr wie gehabt auf. Biergarten. Das geht wirklich nicht. Sorry, liebe Familie, aber ich kann mitten am Tag nicht aus der Arbeit raus. Jawohl. Ganz vieles vor Ort. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Wir schicken erst mal einen LKW los, um den Auftrag hier zu erfüllen. Herr Passmann macht das. Abfahren, versichern und versenden. Und diesen LKW. Diesen Auftrag will ich auch gleich erledigen. Jawohl. Reuter übernehmen. Abfahren. Versenden. Passt. So, jetzt kommen wir noch fast aus dem Vollen schöpfen. Das nächste, was wir abliefern müssen, ist der hier. Von den Tiefladern, wohlgemerkt. Weg. Oh, wieder ein Haufen da. 14., 14., 17. Ja, jetzt haben wir keine Eile. Jetzt gehen wir zuallererst in den Terminplaner. Keine Termine, das ist gut. Dann gehen wir doch zum allerersten Mal ins Büro und prüfen, ob neue Aufträge vorliegen. So, meine Befürchtung, dass mein Energiebalken leidet, hat sich nicht bestätigt, wie man sehen kann. Der ist unverändert. Wir nehmen alle Rechnungen auf. Am 17. schaffen wir. 13. ist es morgen. Ja, schaffen wir. Nein. Auch nicht. Wunderbar. So, 8:30 Uhr. Wir haben eigentlich alles erledigt. Wir fahren jetzt mal runter in den Fuhrpark und gucken noch, was wir denn auf die Straße schicken können, ehedem wir wieder nach neuen Aufträgen gucken. Ein Tieflader ist eilig, der muss raus. Fuhrparkbestand. Anhänger, Tieflader. Die sind beide noch länger unterwegs. Okay. Dann schauen wir mal, wir haben den Container da. Da können wir was machen. Jawohl, der Auftrag wird nun erledigt. Der Terminplaner sagt, wir haben heute nichts zu tun. Das heißt, es ist kein Handlungsdruck und Stress da, außer jetzt die paar Aufträge irgendwie auf die Schiene zu schicken. Der Auftrag wird zur Erledigung gebracht. Genau. Nein, ein neuer Fahrer, wir riskieren es nicht. Dass wir hier ein Bußgeld zahlen müssen. So, jetzt haben wir keine Möglichkeiten mehr. Dann ab an den Bahnhof. Gucken wir, ob wir mit dem Tieflader einen Eisenbahntransport machen können. Leider nicht. Na dann. Haben wir jetzt den Stundenwechsel auf 9 Uhr geschafft. Wir gehen in unser Büro, prüfen den Posteingang und unmittelbar darauf werden wir die Uhrzeit, so wie es aussieht, gleich auf 10 Uhr vorschicken. Ja, es sind nicht viele Aufträge, das können wir machen. Nein, den Auftrag nehmen wir nicht an. Den Auftrag auch nicht.
Der wird angenommen. Halbe Stunde vor. Jawohl. Das können wir machen. Ein toller Auftrag. Der ist auch in Ordnung. Nein, viel zu wenig Entgelt. Das geht. Der ist gut. Dann bestätigen wir jetzt mal fix die Aufträge. Fax. Und um 10:30 Uhr sehen wir uns unten im Fuhrpark, um wieder LKWs auf die Strecke zu schicken. Wir kommen jetzt so langsam aber sicher in die Arbeitsroutine hinein. Ständiger Wechsel zwischen Büro und Fuhrpark. Das ist für den Zuschauer limitiert spannend. Wunderbar. Das Kühlgespann fährt ab. Wir versichern. Wunderbar. Dann haben wir unsere LKWs bestückt. Die Uhrzeit wechselt auf 11 Uhr. Wir haben unsere beiden Tieflader endlich wieder vorliegen. Das ist gut. Wir beginnen die Aufträge hier jetzt abzuarbeiten. Wechseln. Anhänger wechseln. Akzeptieren. Horstig, übernehmen Sie. Abfahren. Versichern. Er wird um 16 Uhr wieder da sein. Das hervorragend, dann können wir den nächsten Auftrag abarbeiten. So. Am 18., am 17., am 17. Nach Osnabrück, das ist eine lange Fahrt. Auch eine lange Fahrt. Ich glaube, das ist die kurze 16.000 Strafe. Ja, im Prinzip ist es egal. Wir müssen sie alle erledigen und wir werden auch alle schaffen. Müssen jetzt nur schauen, dass wir Fahrer finden, die ausgeruht sind, sodass der LKW am heutigen Tag zurückkommt. Passt. So, jetzt kümmern wir uns um die Containeraufträge. Da haben wir ja auch noch 1, 2, 3 offen. Für den 18. nehmen wir den Sattelzug. Jawohl. Wir brauchen den ADR-Schein. Jawohl. Wir berücksichtigen dies, übernehmen den Herrn Birne. Wir versichern und auf geht's, Bruder. Hier brauchen wir nur 12 Frachteinheiten transportieren. Ja, den passenden LKW haben wir gerade nicht da. Dann springen wir auf den nächsten Auftrag. Da bleiben Reste über. Das ist jetzt so. Der Herr Reuter fährt nicht. Wir müssen bis nach Osnabrück fahren. Da brauchen wir wieder einen ausgeruhten Fahrer. Versichern und versenden. Wunderbar. Kühltank und Pritsche sind noch vorliegend, aber uns fehlen die passenden Aufträge dazu. Wir probieren es aber direkt mal bei Sammeltrans. Nein, noch keiner da. Dann gehen wir mal ins Büro.
Silo wird gleich vernichtet, obwohl nach Osnabrück habe ich da eine Möglichkeit. Nein, das wird nicht klappen. Wir vernichten den Auftrag. Puh, Bielefeld. Für 6.000 eine Fahrt, das machen wir nicht. Der wird angenommen. Und der ebenfalls. Hui, jetzt kommen wir aber auf die rein. Nein, viel zu wenig Entgelt. Nach Siegen. 2 Stunden. In Siegen können wir aber keinen Tieflader übernehmen, leider. Das wiederum nach Hamm ist leistbar. Nein. Nein. Ja. Wir bestätigen die Aufträge. Dann verschicken wir doch mal. Das sollte ja jetzt zügig gehen. Kühl und Pritsche werden ausfahren. Und den Container warte ich noch, da rufe ich erst das Sammeltrans an. Der rennt mir jetzt nicht davon. Hier. Kühl, 7 Transporteinheiten. Das ist nur der Lastkraftwagen zu 54% gefüllt, das ist ja nichts. Aber so ist das. Ecke wird versendet, Auftrag erledigt. Auch das gibt Geld. So, ich meine, die Pritsche war noch da. Jawohl, hier. Der Containerauftrag wird jetzt erledigt. Und eben noch die Pritsche. Wunderbar. Dann ab zum Bahnhof. Es gibt keinen Auftrag, den ich verschicken kann. Das ist natürlich jetzt enttäuschend. Ich war mir sicher, dass der Tieflader nach Siegen möglich sein könnte, nach Hamm. Wahrscheinlich hat unser Manager den Auftrag schon weggefaxt. Nee, der ist noch vorliegend. Um 7 Uhr ist er gefahren. Und morgen ist der Tieflader erst um 20 Uhr. Das ist das Problem, meine Damen und Herren. Dann ist das so. Müssen wir uns selbst behelfen. Aber es ist ja kein Problem. Das ist eine Fahrt. Wir versuchen jetzt mal Sammeltrans zu erreichen. Jawohl, klappt. Vielleicht kriegen wir das auch ab. Jawohl, annehmen. Machen wir. Das hilft. Das hilft auch.
Und das hilft auch. Wunderbar, das erleichtert uns die Arbeit enorm. Also immer bei Restfrachteinheiten probiert es einfach bei Sammeltrans anzurufen. Ihr müsst zwar Transportkosten übernehmen, aber die sind im Verhältnis zum Auftragsvolumen echt oftmals geschenkt. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Ich habe schon Angebote von sechsstelligen Zahlen gesehen. Was war das? Tieflader, morgen. Ja. Kühl nehme ich an. Super. Eine Fahrt. Auch nur eine Fahrt. Pritsche. Endlich kommen Pritschenaufträge. Jawohl. Der wird abgemeldet. Ja, das geht. Das geht auch. Wunderbar. Dann werden wir jetzt gleich noch die 14 Uhr Post mitnehmen, ehe wir wieder zum Versenden der Aufträge übergehen. Wie ich schon heute Morgen gesagt habe, wir kommen langsam ins Rollen. Jetzt wird das langsam in die Richtung gehen, wie wir uns das wünschen. Müssen jetzt halt nur aufpassen, dass wir das richtige Maß erwischen und nicht überpacen. Es hilft auch nichts, wenn wir jetzt alle Aufträge annehmen und sagen wir mal nur 10% nicht schaffen, aber die 10% am Ende mehrere hunderttausend Euro Konventionalstrafe bedeuten. Das wäre absolut kontraproduktiv. So. Der Kühltransporter, dann nehmen wir doch, jawohl, den Sattelzug. Wunderbar. Thomsen, 6 Stunden Fahrt nach Münster. Geht das? Das geht. Wir versichern und versenden. Auftrag erledigt. Wir haben die beiden Pritschen-Sattelzüge da. Also die beiden Pritschen-Sattelauflieger. Da können wir richtig was bewegen. Dann werden wir erstmal den Auftrag annehmen. Anhänger wechseln. Akzeptieren. Das geht sich genau aus. Jawohl. Der andere hat 37 Frachteinheiten. Da gucken wir jetzt mal, wie wir das drehen. Dann fangen wir mit dem Auftrag an. Ah, wir bauen wieder einen ADR-Schein. Gut, 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 gut. Herr Kempf, Sie übernehmen. Versenden. Und ein Container habe ich noch vorliegen, sehe ich. Container ist auch gut. Da müssen wir auch ein bisschen was bewegen. 14.12. 13.8. Dann wird der Auftrag erledigt. Passt. Bonnermann muss nach Osnabrück. Anhänger ab. Abfahren. 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Ist morgen um früh um 8 Uhr wieder da. Ja, schauen wir mal, ob wir einen anderen Fahrer gewinnen können. Ein mit 6 Stunden Zeitvolumen wäre gut. Hier, Passmann. Anhänger ist ab, jawohl, 2 Stunden hin, jawohl, ist heute Abend wieder da. Das heißt, morgen früh kann ich ihn direkt versenden. Und der Container-Sattelzug ist eingetroffen. Auch sehr erfreulich. Gucken wir mal weiter, was können wir damit anstellen? Diesen Auftrag annehmen. Akzeptieren. Wieder nur Gefahrengut. Halleluja. Birne. Abfahren. Der wird morgen früh. Nein, der kommt heute Abend nochmal zurück. Sehr gut. Wir gehen direkt zum Bahnhof, bevor ich in die Post gucke, ob wir etwas Entlastung schaffen können. Ja, ein bisschen.
Immerhin ein Auftrag. Führungsgebühr hier 414 €. Zug wird gebucht. Perfekt. Und um 16 Uhr sind wir wieder in der Geschäftsstelle. Wir gehen direkt in den Fuhrpark, prüfen, was wieder zurückgekommen ist. Ja, Pritsche und Container. Das ist günstig für uns. Ehe wir in die Post gucken. Also morgen habe ich zweimal Tieflader, die sind sportlich, die sind wichtig, die schaffen wir aber. So, Pritsche hier, 10 Frachteinheiten für morgen, das machen wir gleich. Akzeptieren, Volkmann. Wir müssen nach Osnabrück, nee, da brauche ich einen anderen Fahrer. Koch. Anhänger ab, abfahren. Und bis heute Abend. Und den Container schicken wir auch noch raus. Düsseldorf, das ist ja gleich erledigt. Da kann der Herr Volkmann fahren. Anhänger ab, abfahren, kommt um 19 Uhr wieder. Ich bedanke mich, Wiederschauen. Dann ab ins Büro. Gucken wir mal, was da vorliegt. Da haben wir heute ganz schön Volumen bewegt, liebe Leute. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Endlich mal wieder ein Tankauftrag. Den können wir auch noch annehmen. Am 14. Morgen. Übermorgen. Ja, machen wir. 18. Nein. Jetzt gucke ich mal schnell, wann die Tieflader wiederkommen. 17 Uhr. Passt. Das passe ich ab. Da gehen wir jetzt direkt wieder in den Fuhrpark. Wir verschicken einen LKW, Tank und dann sind die anderen beiden schon wieder da. Neuer Fahrer, Gras. Ach, Düsseldorf, das geht schnell. Fuhrpark, Anhänger bauen wir, ja, passt. Gut. Und wie gesagt, jetzt sind beide Tieflader da. Wir verschicken. Nach Bielefeld. Das ist eine längere Fahrt. Herr Friedrichsen, abfahren. Wir versichern. Er kommt um 22 Uhr wieder. Hervorragend. Können wir morgen früh gleich fortsetzen. Wir haben nämlich dann drei Aufträge, die wir abarbeiten müssen. Und der Kollege fährt jetzt nach Hamm. Das wird Herr Grober übernehmen. Abfahren. Der kommt auch auf Nacht wieder zurück. Super. Damit kommen wir langsam aber sicher dahin, wo wir auch hinwollen. Keine neuen Aufträge. Dann stelle ich noch eine halbe Stunde vor. Wir gehen noch mal auf 18 Uhr, gucken, ob neue Fahrzeuge wieder zurückgekommen sind. Wenn ja, wird verschickt. Wenn nein, gehen wir in den Feierabend. Haben wir uns dann verdient. Ja, doch, Pritsche und Kühl sind zurückgekommen. Das ist gut. Können wir hier gleich den Kühlauftrag finalisieren? Wir akzeptieren. Der Herr Horstig soll nach Siegen fahren. Das müsste sich ausgehen mit seinen 4 Stunden.
Anhänger ab. Abfahren. Jawohl. Perfekt. Kommt er in der Nacht wieder. Und wir haben jetzt noch die Pritsche, die was leisten darf. Da nehme ich den Sattelzug. Ist zwar komplett überdimensioniert, das ist schon klar. Aber ich möchte den Auftrag fertig haben. Neuer Fahrer, Palm, abfahren, versenden. Er kommt auch auf Nacht wieder, kann morgen früh gleich wieder los. Und das Gleiche soll mir jetzt mit dem Gliederzug passieren. Super. Ich habe gesehen, ich habe noch einen Kühlauftrag und ich habe ein Kühlfahrzeug. 33 Frachteinheiten, kriege ich das zusammen? Dann schicke ich ihn los. Nein. Schaffen wir nicht. Dann lohnt sich's nicht, dann übernimmt das der Sattelauflieger. Ja, klasse. Dann ohne Umschweife direkt nach Hause, Feierabend machen. Mal schauen, was die liebe Frau sagt. Ja, ich hatte einen schweren Tag. Keine Neuigkeiten. Klasse. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir beenden das Video an dieser Stelle. Es war ein sehr erfolgreicher Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut bei unserer Planer 1 Karriere. Bis dahin. Ciao.